Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um Smart Homes gehen. Oder genau um die Frage, warum haben sich Smart Homes bisher noch nicht so wirklich durchgesetzt? Warum könnten sie aber in der Zukunft eine ziemlich coole, innovative und weit verbreitete Technologie sein? Bleibt einfach mal dran. Vorher gibt es nämlich noch eine andere kurze Info. In dieser Woche und auch in der letzten Woche habe ich nicht jeden Tag ein Video veröffentlicht. Ihr sollt euch da bitte keine Sorgen machen. Das liegt einfach nur daran, dass ich tatsächlich so sehr ausgelastet bin mit meinen normalen restlichen Aufgaben, sodass ich es nicht schaffe, jeden Tag ein Video zu veröffentlichen und auch schon in der letzten Woche nicht mehr jeden Tag einen Textbeitrag veröffentlichen konnte. Normalerweise sind ja auch noch Blogbeiträge, Lexikoneinträge und so weiter mit auf der Tagesordnung. Heißt, ich bin aktuell ganz gut ausgelastet, was Seminare und Beratungsaufträge am Markt angeht und dementsprechend habe ich etwas weniger Zeit für die Videoproduktion. Ich versuche trotzdem, so viele Videos und Textbeiträge wie nur möglich zu veröffentlichen und dementsprechend geht es heute weiter mit dem Thema Smart Home. Erstmal, worum geht es beim Smart Home? Es ist schlussendlich eine Technologie oder eine Infrastruktur, um das eigene Leben in seinen eigenen vier Wänden ein bisschen komfortabler, leichter und fernsteuerbar zu machen. Es soll also darum gehen, nicht nur automatisch die Kaffeemaschine frühs losgehen zu lassen, wenn man aufwacht, oder das Rollo runterfahren zu lassen, wenn man irgendwelche bestimmten Situationen hat, sondern es geht auch darum, praktisch einen richtigen digitalen Assistenten zu schaffen, so wie das Smartphone es ja heutzutage schon ist, das Ganze eben auf das gesamte Haus, auf das gesamte Heim zu übertragen. Und es hat vor allem den Hintergrund eben, wie gesagt, des Komforts, der Sicherheit oder ganz allgemein von Automatismen, die einem das Leben leichter machen sollen im Sinne der Digitalisierung. Warum hat sich das bisher noch nicht so wirklich durchgesetzt? Warum ist das über die Early Adopter hinaus eigentlich nie so richtig gewachsen? Weil es schlussendlich technologisch keine so richtig klare, feste Richtlinie oder eben Norm gab, die gesagt hat, das ist so die absolute Grundlage und auf dieser Grundlage werden es eben alle Produkte ausgerichtet, sondern jeder große Hersteller hat so für sich eine eigene Technologie, eine eigene Standardisierung, eine eigene Normierung geschaffen und dementsprechend auch dafür gesorgt, dass nur die eigenen Geräte, nur die eigene Infrastruktur, nur die eigenen Erweiterungen für eben das eigene System funktionieren. Und dass dann vielleicht ein anderer Anbieter, der gerade genau das veröffentlicht hat, was ich jetzt aber haben möchte, dass ich das eben gar nicht bei mir installieren kann, wenn ich die Gesamtinfrastruktur von einem anderen Anbieter habe. Das war so vor allem das Problem bei kabelgebundener Infrastruktur. Dann hat man eben Kabel durch das Haus verlegt, durch die Wände, um dann verschiedene Geräte miteinander zu vernetzen. Das Ganze ist natürlich dann automatisch schon etwas offener und etwas leichter zugänglich geworden, als es eben nicht mehr kabelgebunden war, sondern eine Funkverbindung, ähnlich wie WLAN oder Bluetooth. Das ist natürlich heutzutage der absolute Standard. Das sehen wir natürlich auch, wenn wir uns die großen Technologiehersteller und deren Systeme anschauen, wie von Amazon zum Beispiel die Alexa oder der Google Assistent oder genauso Siri von Apple oder Cortana von Microsoft, die ja schlussendlich eine Grundlage für eine gesamte smarte Infrastruktur auch darstellen können, die das Ganze auch steuern könnten und die ja sowieso jeden Tag im Smartphone schon mit dabei sind. Das Ganze funktioniert dort also schon grundsätzlich nicht kabelgebunden. Wir haben Geräte, die miteinander über Funk kommunizieren, aber genau da haben wir das gleiche Problem. Was ist, wenn es da mal einen kleinen Defekt gibt? Was ist, wenn es vielleicht auch aus der Ferne einen Zugriff geben könnte? Weil eine Funkverbindung ist natürlich auch nicht fest physisch irgendwo abgeschlossen, sondern kann eben auch über die eigenen vier Wände hinaus funken und kann deswegen vielleicht auch von jemandem, der vorbeigeht oder der sich einfach mal im Auto an die Straße stellt und was empfängt, vielleicht mit angezapft werden. Und an der Stelle ist es jetzt eben genau die Frage, wie kann man sowas wirklich sicher aufbauen, wie kann man sowas mit einer Grundlage versehen, die wirklich zukunftsgerichtet und nachhaltig ist. Und das könnten eventuell die Smart Meter sein. Die intelligenten Messsysteme, die also Smart Meter sind, die dauerhaft mit Gateways, dauerhaft mit Servern verbunden sind, könnten die perfekte Grundlage für die Steuerung der sogenannten Controllable Local Systems, CLS, sein. Und könnten deswegen genau die richtige Grundlage dafür sein, die sowieso bei jedem Haushalt nach und nach eingebaut werden wird, um eine Smart Home Infrastruktur auf einem übergreifenden Standard aufzubauen.
Und wie sich das Ganze ausgestaltet, sehen wir erst in den nächsten Jahren, weil es gibt immer noch keinen richtigen Startschuss für den Smart Meter Rollout. Ob das dieses Jahr 2019 noch passiert, ist fraglich. Wir gehen aber mal davon aus, dass in Richtung der Metering Days im Oktober, die sind in Fulda, so eine zentrale Konferenz, dass es in Richtung dieser Veranstaltung also den Startschuss geben wird. Das BSI hat da schon mal Dinge angedeutet und verschiedene Hersteller sind auch sehr zuversichtlich, wie die ZFK zum Beispiel zuletzt berichtet hatte. Was ist eure Meinung dazu? Geht ihr davon aus, der Smart Meter Rollout startet jetzt zeitnah? Wie ist es mit Smart Homes? Habt ihr vielleicht schon eine Infrastruktur und habt ihr dabei selbst Probleme gehabt, vielleicht noch andere Geräte hinzuzufügen oder ging das bei euch ganz einfach? Gerade wenn es den Unterschied zwischen kabelgebunden und Funkverbindung gab, wie ist eure persönliche Erfahrung? Schreibt das mal in die Kommentare. Und ansonsten, bitte gebt einen Daumen nach oben für dieses Video und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.